eigentlich schon ist. Und solche Geschichten daneben. Du hast Fähigkeiten, was für ein FromSoft-Game auch irgendwie ziemlich untypisch ist. Es hebt sich halt schon, sag ich mal, von dem ganzen typischen FromSoft ab. Es ist für mich immer noch ein FromSoft-Game vom Schwierigkeitsgrad und allem her, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so jetzt gesehen mit. Mit Dark Souls oder mit Bloodborne wirklich vergleichen. Ja, read. Ich renne wieder genau rein. Cool, geile Sache. Was? Ey, ich hab noch geblockt. Bitte. Komm her, mein Freund. Komm her. Wir vorne hast schon alles kaputt gemacht, du kannst noch bleiben. Nein, ja. Genau. Was? Nee. Nee, oder? Nee, nee, doch, doch. Roberto! Okay, komm, let's take it. Let's take it. So, we had Vitality on 13. Attack power on 4. Okay. Finally get some stuff I wanted before. Endlich mal Zeug holen, was wir eigentlich schon vorher uns holen wollten. Mal kurz gucken. War ich schon da drüben? Brauchen wir eigentlich nicht. Der Übersprung ist nicht unbedingt verkehrt, den brauchen wir vor allen Dingen auch wegen dem. Brauchen wir eigentlich auch wegen der Blutwolke. Werden wir früher oder später sowieso gebrauchen. Ichimonchi haben wir immer noch nicht, aber. Na komm. Machen wir uns den Übersprung jetzt und als nächstes dann die Dinger. Roberto! Oh Gott. Sind wir jetzt nur noch einen Katzensprung davon entfernt, die nächste Erweiterung zu kriegen für unser Leben und unsere Haltung. Nachdem wir einen Geldbeutel aufsammeln. Oh, Keramiksplitter, ups. Was? Der hat noch gelebt nach dem Schlag? Einer ist abgehauen. Oh, da ist er wieder.